yeah, Elektrostadt. Oszilloskope. Sie sind unsere Freunde, unsere besten Freunde. Das wissen wir alle. Wir haben nur oft keine Ahnung, warum eigentlich. Und sehr viele von uns, die sowas gerne hätten, wissen gar nicht so genau, warum. Um euch aus dieser fürchterlichen Situation zu befreien, euch zu zeigen, wie man ein Oszilloskop bedient und vor allem warum, habe ich mir die unglaubliche Mühe gemacht und mal wieder Video gedreht. Also, wie sieht mein Problem aus? Folgende Situation. Stellt euch vor, ich habe einen LED-Controller. Und dieser LED-Controller soll für eine LED eine gewisse Helligkeit machen können. Gut. Das macht er so. Ich schreibe diesem LED-Controller in ein Register einen Wert zwischen 0 und 4095. Und der LED-Controller, der kriegt von mir auch ein Taktsignal. Und dieses Taktsignal, das geht, sagen wir mal, hier bei Takt 0 los. Takt 4095, Takt 8192, 8191. Ja? Man muss sich vorstellen, der Wert, den ich in dieses Register schreibe, liegt zwischen 0 und 4095. Was macht er jetzt? Ich schreibe ihm den Wert rein, sagen wir mal 4095. Jetzt fängt er hier bei 0 an zu zählen, ja? Und bei jedem Schritt zählt er den Wert, den ich mir reingeschrieben habe, um 1 runter. Und wenn er entweder bei 4095 Schritten angekommen ist oder mein Wert auf 0 gefallen ist, schaltet er den Strom ab. Also das hier sind 5 Volt, das hier sind 0 Volt. Ja? Beim nächsten Zyklus passiert im Prinzip wieder dasselbe. Nehmen wir an, es ist hier wieder 4095 drin. Die ganze Zeit 5 Volt und meine LED ist voll im Möhre an. Aha. Ja. Wie kriegen wir jetzt mit so einem Controller LEDs hin, die nicht ganz hell sind? Und was zum Geier hat das mit dem Oszilloskop zu tun? Mit der Sache mit dem Oszilloskop, wartet noch einen Moment, das kommt noch. Das hier übrigens zum Nachlesen ist wie ein TLC 5940 funktioniert, cooler Chip. Wenn ich die LED nur halb hell haben will, dann haben wir ja wieder diese Zeitstrahlen. Ja? Und ich sag mal 0, 4095, 8191. Und jetzt habe ich in das Register nur eine 2000 reingeschrieben. Was passiert? Der Chip schaltet am Anfang auf 5 Volt, zählt bis 2000, schaltet ab. Schaltet am Anfang auf 5 Volt, zählt bis 2000, schaltet ab. Ergebnis, LED ist ungefähr so mal halb hell. Ja. Das ist einfach das ganze Wesen dieser PWM. Großer Nachteil ist, ein intelligenter Chip, dem würde ich so einen Wert wie diese 4095 oder diese 2000 hier einfach in ein Register schreiben und der würde das immer wieder machen. Von selbst. Der TLC ist da ein bisschen primitiver. Da passiert nämlich Folgendes. Jetzt zeichne ich einfach nochmal einen dritten Strahl ein. Wir haben hier wieder unsere Zeitpunkte. Wenn ich jetzt hier meinetwegen 4095 reinschreibe und er hier auf 5 Volt schaltet und ich danach nichts mehr tue, dann schaltet er hier ab und kommt auch nicht mehr hoch. Logische Konsequenz, ich muss in meinem Prozessor, mit dem ich diesen Chip ansteuere, dafür sorgen, dass ich alle 4095 Taktzyklen einmal die Helligkeitsstufenwerte wieder reinschreibe in meinen Chip. So, jetzt machen wir ein bisschen Mathematik an der Stelle. Keine Angst, kriegt die Grundschule hin. Der Chip hat 16 LED-Ausgänge. Jeder von diesen 16 LED-Ausgängen kann 12 Bit Helligkeit annehmen. 16 mal 12 sind, na, wer weiß es, genau 192 Bit. Stimmt sogar. So. Das heißt, diese 192 Bit müssen alle 4096 Taktzyklen mal rausgeschickt werden. Jetzt ist es so, dass jedes Bit, mit dem wir es da zu tun haben, einen Takt, zwei Taktzyklen kostet, weil wir arbeiten hier mit SPI, also diesem MISO, MOSI,
Moos, Mies, Zeugs. Ne? Dazu kommt aber noch ein bisschen was, weil ich habe nämlich auch noch 8-Bit für meine Zeilentreiber-Info. Ich mache irgendwann mal einen Film über LED-Matrizen, dann erkläre ich euch, was das bedeutet. Punkt ist aber, ich habe 192 plus 8, sind 200-Bit. 200-Bit mal 2 Taktzyklen pro Bit zum Ausschicken über die Leitung ergibt eigentlich 400 Taktzyklen dafür. Das ist nicht sehr viel. Das sind 10% von dem, was der Zeitraum, den ich habe, mehr hergibt. Und eigentlich kein Problem. So. Jetzt haben wir auch noch eine zweite Funktion, die der Funkwerker von mir macht. Der soll nicht nur die LEDs treiben. Übrigens, wir kommen noch zu dem Oszilloskop. Kein Oszilloskop kommt noch. Ich kann euch so lange... Wartet. Ich kann so lange Multimeter in die Kamera halten. Fast so gut. Gut. Das zweite, was ich machen muss, neben diesem ganzen Gedrisse, ist Zeit aus der Uhr, dem RTC, dem Real-Time Clock Module, holen. Das machen wir mit einem Verfahren, das nennt sich I2C oder auch bei den Admeldingern sehr häufig TWI für Two-Wire-Interface. Eigentlich ganz einfach, ist aber leider relativ geschwätzig, das Verfahren. Man muss da eine Menge Daten hin und her schicken. Mein Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie lange das eigentlich dauert. Also hat wohl eine Taktrate von 100 kHz, aber fragt mich nicht, was der genau an Informationen schreibt, denn ich habe keinen Bock, Datenblatt zu lesen. Ist jetzt blöd, weil was ich nämlich eigentlich machen wollte, ist, ich wollte einen ganz einfachen Trick machen, wo ich in diese Routine, die ich alle 4096 Taktzyklen aufrufe, wollte ich nochmal alle 4096 Mal, wo das passiert, einmal die Uhrzeit holen, sodass ich ungefähr, ungefähr einmal pro Sekunde die Uhrzeit aus dem RTC-Modul hole, Anzeige aktualisiere, wäre wunderbar gewesen. Als ich aber genau das gemacht habe in meinem Code, hatte ich einmal pro Sekunde so ein kleines dezentes Flackern in der Scheißmatrix. Blink, blink, blink. Macht mich irre. Ich kriege von sowas Zucker im Kenner, das geht gar nicht. Ja. Früher hätte ich mir vielleicht noch eingeredet, hey, das kann ich jetzt nicht überprüfen, ich habe nicht die richtigen Messgeräte, aber heute. Heute habe ich ein Oszilloskop. Jetzt sind wir beim Oszilloskop. Was bringt mir in diesem Fall, wenn ich nicht genau weiß, was fuckt mein Oszi? Na, ganz einfach. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich gemacht habe und dann zeige ich euch, was es tut. Ach, verdammte Scheiße! Also, was hat er? Ich habe in meinem Atmel-Prozessor eine Interrupt-Service-Routine, ein ISR. Und diese ISR wird alle 4096 Taktzyklen aufgerufen. Für die Experten unter uns, ich habe einen 4096er Prescaler verwendet für meinen Interrupt. Ha. Gut, in dieser Routine habe ich ein paar Blöcke. Der erste ist sehr klein und ich bestifte ihn mal mit Zeug. Da passiert so Geraffel wie Auslesen von Daten, die dann in die LEDs geschickt werden müssen. So was ist klein, minimal, ein paar Taktzyklen. Als nächstes habe ich so einen Klops. Und diesen Klops hier, den möchte ich mal mit LEDs bestiften. Das ist mein SPI-Zeug in Richtung TLC 5940. Dann habe ich einen Block von, ich sage jetzt mal, unbekannter Größe. Und dieser Block ist die Uhrzeit abholen aus der Realtime-Clock. Und das passiert per I2C zu meinem ELV-Uhrenmodul. Zu dem habe ich auch schon ein Video gemacht. Sehr schönes Modul. So, was ich jetzt rauskriegen will, sind zwei Dinge. Das erste, was ich rauskriegen will, ist mal ganz generell, wie lang ist der Block hier eigentlich wirklich? Weil so wie ich mich kenne, habe ich mich komplett verrechnet mit diesen 400 Taktzyklen. Das ist wahrscheinlich kompletter Bockmist. Das zweite ist, wie lang ist dieser Block hier? Und die ganz große Frage ist, das alles zusammen hier, ist das größer oder ist das kleiner als 4096 Taktzyklen? Wenn es nämlich kleiner ist, ist alles gut.
Naja, ne, ist nicht alles gut. Dann muss das Flackern irgendwie elektrisch sein, dann darf ich meine Electric debuggen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wenn es aber größer als 4096 Taktzyklen sein sollte, dann liegt schlicht und einfach daran, dass dieser Block hier zu groß ist. Und die Folge davon wäre im Zweifelsfall die, dass, ne, das haben wir ja vorhin gesehen, deswegen musste ich das auch alles noch so mal ein bisschen bringen, dass ich beispielsweise bei einer LED, die voll an ist, in meinem einen Zyklus 4096 schreibe, dann schaltet mein Treiber-Chip aus, dann verpasse ich es hier wieder neue Daten zu schreiben, ganz einfach deswegen, weil dieses Ding hier noch läuft. Das heißt, meine LEDs bleiben aus für, was weiß ich, 1, 2, 3, 10, keine Ahnung, wie viele von diesen Durchläufen, bis sie dann irgendwann wieder rangehen. Und das, was ich jetzt hier unten gezeichnet habe, das würde tatsächlich dann in der Matrix so aussehen, wie das, was mich so nervt, nämlich. Ja, ganz unschön. Ja, was tun? Einfache Kiste. Ich habe an meinem Prozessor, das ist ein Atmega 328, das ist das Ding, was im Arduino Uno ist, habe ich zwei Pins, nämlich die Pins PD1 und PD2 als Output-Pins konfiguriert. Und genau an dieser Stelle hier geht Pin 1 immer auf High, habe ich einfach einen Programmzahl dran gepackt. An dieser Stelle hier geht Pin 1 auf Low. Und genau an dieser Stelle hier geht Pin 2 auf High. Und genau an dieser Stelle hier geht Pin 2 auf Low. Ich denke, die ganz Pfiffigen unter euch können sich sogar ohne Oszilloskop ausrechnen, was wir gleich auf dem Screen sehen werden. Aber, weil es ja so viel Spaß macht, mit dem Werkzeug zu spielen und weil ich dieses Oszilloskop liebe und weil ich schließlich auch einen Grund habe, diese Videos zu drehen, werde ich jetzt die Kamera abbauen, als Oszilloskop umbauen und euch zeigen, was da hardwaremäßig passiert. Könnt ihr euch mal verpissen? Das ist hier gerade ein privater Modell beim Abwischen. Los auf die andere Seite zum Ostsee. Also gut, Kollegen. Hier ist also der komplette Versuchsaufbau. Und was ich an meinem Board hier gleich machen werde, ist diese berüchtigten Pins 1 und 2, die ich gerade genannt habe, abzugreifen. Damit das richtig funktioniert, muss ich auch noch eine Verbindung zur Erde herstellen. Und an der Stelle ein kleiner Exkurs zu Kabeln. Wenn ihr irgendwo irgendwas mit Stromzuführung macht, ja, macht es so wie ich. Ich habe mir angewöhnt, ich verwende immer, egal was ich mache, für die Erde ein schwarzes Kabel und für die plus 5 Volt ein rotes Kabel. Warum? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe jetzt im eindeutigen Versuch herausgefunden, dass diese Atmega-Prozessoren es nicht mögen, wenn sie verpult werden. Überhaupt gar nicht. Sie mögen übrigens auch keine 10 Volt. Sie mögen auch keine 15 Volt. Und sie mögen auch keine Kurzschlüsse. Insofern immer, ja, für die Erde ein schwarzes Kabel verwenden. So. Damit ich mit meinem Oszilloskop besser arbeiten und messen kann, schließe ich jetzt hier ein Kabel für die Erde an. Und an die Erdung packe ich die Erdklemme von meinem ersten Tastkopf. Und diesen ersten Tastkopf verbinde ich hier unten mit einem Pin. Und dann nehme ich meinen zweiten Tastkopf für den zweiten Kanal am Oszilloskop. Erst die Erdung angeschlossen und dann gehe ich mit dem Teil hier unten. Genau, das ist der Pin für den Pin 1. Ihr erinnert euch an die Grafik von gerade eben, was das bedeutet. So, jetzt schauen wir mal, was das auf dem Oszilloskop macht. Auf dem Oszilloskop sehen wir jetzt hier eine sehr hübsche, gerade, gelbe Linie. Und was ist das? Die gelbe Linie, das ist genau das Signal, das gefunden wird von dem Anfang der gesamten Interrupt-Routine bis zum Ende der gesamten Interrupt-Routine. Ja. Im Regelfall, das ist das, was man hier so eigentlich ganz hübsch sieht, ist das ein einfach zu erkennendes Teil. Und was mich wirklich ein bisschen schockiert ist,
Ich war ja davon ausgegangen, dass ich nur 10% der mir zur Verfügung stehenden Zeit tatsächlich verbrauche mit dieser Kommunikation mit dem LED-Treiber. Aber was man hier ganz leicht sehen kann, wir haben hier die steigende Flanke, hier fängt meine Interrupt-Routine an, hier fängt die nächste an und hier hört meine erste auf. Das heißt, ich verbrauche mindestens 3/4 der Zeit an der Stelle schon mal, nur um meine Daten an die LEDs zu schicken. Das ist eine Sache, die mich jetzt ehrlich gesagt schockiert hat. Danke, liebes Oszilloskop, dass ich es gemerkt habe. Und da muss ich definitiv nochmal schauen, was hier eigentlich los ist. Was aber noch viel interessanter ist, ist, man sieht hier auf dem Oszilloskop, ich weiß nicht, ob man es auf dem Film jetzt sehen kann, dass gelegentlich die Kurve flackert. Jetzt ist die Frage, warum? Was passiert da? Nachdem wir jetzt gerade gesehen haben, dass wir hier oben wunderbar sehen können, was passiert in der gesamten Interrupt-Routine, schauen wir jetzt doch mal, was genau die Dauer von der Übermittlung der Daten von der Uhr ist. Und dazu schalte ich den Trigger auf meinen zweiten Kanal und warte, bis was kommt. Und hoppala, da ist ja auch was. Und wisst ihr was, Leute? Das hier ist ganz große Scheiße. Das zeigt mir nämlich, dass ich recht hatte. Was ihr hier seht, ist Folgendes. Diese kleinen gelben hier oben, das ist die Zeit, die normalerweise die gesamte Interrupt-Routine braucht. Also von einem von diesen steigenden Flanken bis zur nächsten sind 4096 Taktzyklen. Und das hier unten ist ganz offensichtlich ein dickes Stück länger. Und man sieht sogar hier hinter, es dauert danach nochmal drei solche Zyklen, bevor sich das Ding tatsächlich wieder gefangen hat und die aufgestauten Interrupts nachbearbeitet hat, sodass ich hier tatsächlich so einen Zeitbereich habe, in dem nichts richtig funktioniert. Ich kann davon ausgehen, dass in diesem Bereich meine LEDs generell schwarz sind. Das ist genau das Problem, das ich habe, warum es flackert. Und das ist jetzt nicht schön, weil ich habe jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Das eine ist, ich kann die Übermittlung der Uhrzeit und die Aktualisierung der Uhrzeit im Chip aus meiner Interrupt-Routine verlagern in mein Hauptprogramm. Das ist nicht so doll, weil ich im Hauptprogramm eigentlich andere Sachen machen will. Das wird mit dem Timing ein bisschen schwierig. Oder ich kann mir eine Hardware-Lösung einfallen lassen, die zum Beispiel so aussehen könnte, dass ich einen zweiten Mikrocontroller ausschließlich dafür benutze, um das LED-Display zu refreshen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so richtig glücklich bin ich mit dem Gedanken auch nicht, weil erstens war es wirklich die Pest, dieses blöde Controllerboard zu löten und zweitens, ich mag nicht noch einen Mikrocontroller verblasen für so einen Mist. Insofern, tja, jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit dem Wissen anfange. Aber dass ich das Wissen habe, das habe ich dem Oszilloskop zu verdanken. Und wenn nochmal jemand sagt, Oszilloskop ist blöd, braucht keinen Schwanz. Sorry, doch. Ja, okay, braucht keinen Schwanz, so ein Elektroniker braucht sowas. Sogar so ein Hobby-Elektroniker wie ich, der jetzt wirklich nichts Großartiges macht. Falls ihr euch fragt, was für ein Oszilloskop man sich kaufen kann, das Teil hier finde ich eigentlich ziemlich gut. Das ist ein Voltcraft DSO 1062D, hat gekostet 330 € inklusive der zwei Tastköpfe bei Konrad Elektronik, kriegt man glaube ich nur bei Konrad, ist ja Hausmarke da, ist baugleich mit einem Handtech oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe es mir deswegen gekauft, weil Paul das auch hat. Paul ist damit zufrieden, der kann eine ganze Menge mehr als ich und hat definitiv momentan höhere Ansprüche als ich, insofern wusste ich, dass es auch für mich gut genug ist. Und ich muss sagen, ja, ich bin ziemlich zufrieden. Es ist einfach zu bedienen. Es gibt eine vernünftige Bedienungsanleitung als PDF. Das Bild ist gut. Es hat ein sehr großes Display mit einer hohen Auflösung. Irgendwas mit 800x480 oder so. Also, ich kann es wirklich empfehlen. Wenn ihr euch ein Einsteiger-Oszilloskop kaufen wollt, das nicht gleich ein paar tausend Euro kostet, das Voltcraft ist echt ziemlich knorke. Ja, damit hätten wir es auch schon wieder. Ich habe meinen Fehler gefunden und muss mir was einfallen lassen, wie ich ihn behebe. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Oszilloskopkauf, weil ich glaube, jetzt wo ihr wisst, wofür man es braucht, wollt ihr eins haben. Kann ich verstehen.